Und ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit mir von mir, Gamblers als Hobby und auf tödliche Obsession. Wir sind in einem Herausforderungsgrab auf einer spanischen Galeone in der Höhle, die eine sehr unheimliche Hintergrundmusik hat. Können wir da hin? Tatsächlich. Okay. Und ja, das Herausforderungsgrab versuchen wir natürlich herauszukriegen, wie es, was wir machen müssen. Irgendwie so. Oh, jetzt habe ich den Satz nicht zustande gekriegt, weil ich abgelenkt bin mit dem Spiel hier. Na gut, ich bin gerade konzentriert, deswegen kann ich nicht so gut reden. Tut mir leid. Verzeiht mir, dass ich so Müll rede. Wenn ich in so einem Spiel drin bin, dann kann ich mich nicht noch so viel aufs Reden konzentrieren. Ich bin halt doch nur Mann, kein Multitasking. Da mal Bergungsgut. Und Finsternis. Aber hier scheint wohl nichts zu sein. Sonst würde ein E aufleuchten. Oha. Juhu! Okay. Ah ja. Warum ist zu weit draußen? Wie schön, dass die Grafik so zusammenpasst. Also. Wo geht's hier oben hin? Oh, guck mal, ein Riesenkopf, ey. Mit Kopfschmuck. Okay, da lang geht's. Hier lang geht's. Zwar auch, aber dann nirgendwo hin. Ach, Bergungsgut. Genau deswegen kommt man doch gerne hier hoch. Noch höher geht's nicht, oder? So von wegen ganz da oben hin. Wird mich nämlich auch mal reizen, was dann da oben sein soll. Scheiße, ist es hoch. Wie würdest du bei Mario sagen? Mamma mia. Okay, gehen wir mal hier rüber. Kamikaze! Oh, dahin haben wir Jade. Mach doch mal Licht an, Lehrer. Unsere Zuschauer wollen was sehen. Und ich auch. Okay, hier gibt es scheint es aber wohl nichts zu geben. Dann gehen wir mal weiter. Hui! Upside. Ja, ich weiß, wie man Upside. Wie man Upside. Ach ja. Eins. Zwei. Und hüpf. Okay. Jetzt dürfen wir das Ding hier drehen können. Noch weiter geht nicht. Bleib auch so.
Okay. Wuhu. So, da oben waren wir eben gerade, da gibt es ja nichts. Wie es aussieht, neigt sich das Herausforderungsgrab dem Ende dazu. Okay, lebensmüde Lara. Jawohl! Mir kommt gerade nochmal so eine Spitzenidee für so ein Selfie. Mal sehen, was der Kapitän gehortet hat. Sehr schön. Wenn ich da jetzt runterspringe auf die Kiste, sterbe ich dann? Komme ich auf die Kiste an? Ich weiß es nicht. Zu gefährlich. Hui. Okay, ich mache mal die Zeit auf Stopp. Ich, wie gesagt, ich habe eine coole Idee für so ein Selfie. Also ich würde es gerne mal ausprobieren. Das mache ich jetzt auch. Na toll. Geh mal hier lang. So, da mache ich mich mal gerade mal weg. Für das wunderschöne Selfie. Okay. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ach, bewegen geht gar nicht. Schade. Hm. Können wir auch nichts bewegen. Na gut, dann machen wir einfach so mal ein Bild. So. Na gut. Schade, ich habe gedacht, man könnte uns dann auch mal von vorne. Das geht wohl erst ab. Noch nicht mal hier. Ich kann einfach nicht nach vorne gehen. Schade, schade. So, Zeit wieder fortsetzen. Und ab in die Kajüte. Kapitänskajüte, so. Was dampft hier so? Oh, hier haben wir das Dokument. Ein Brief. Notiz des Kapitäns. Wir haben die Einheimischen unterschätzt. An diesem verfluchten Ort wimmelte es von Monstern, die über uns herfielen. Wir konnten sie zurückschlagen und die überlebenden Männer schafften alles Wertvolle, das wir finden konnten, aufs Schiff. Aber der Kampf muss die Höhle geschwächt haben. Sie stürzte ein, als wir sie verlassen wollten. Ich kann sie selbst jetzt noch da draußen hören, wie sie versuchen, sich durch die Trümmer zu graben. Tolle Aussichten, gerade wegen Monster. Auf Monster habe ich auch große Lust hier. Wir haben ja auch schon welche gesehen. Ein cooles Gewehr. Was für eine coole Buchstütze, ey. Ich habe mich hier noch nie so umgeguckt. Meine Freundin auch nicht, von daher. Hm. Ach ja.
Haben wir alles. Ein Relikt rechts neben uns. Ich sehe hier kein Relikt. Oder ist das hier als Relikt gemeint? Atem des Kaiman 2. Halten Sie unter Wasser noch länger die Luft an. Zeit, das Schiff zu verlassen. San Cordoba, Grab abgeschlossen. Rechts vor mir. Ist denn jetzt... Rechts vor mir. Kann man da doch runter? Es ist eindeutig hier drüber. Da würde ich ja eigentlich lieber gerne erst speichern. Ich meine, das Wasser sieht ruhig aus. Das heißt, man könnte darüber. Man kann auch hier hin. Okay. Okay. Dann muss es hier ja wohl sein. Fragt sich nur wo. Da unten haben wir das Kästchen. Ein Espada Ropera. Was ist das? Ein rostiges Schwert. Obwohl sie verrostet ist, erkennt man doch, wie hochwertig diese Waffe ist. Sie wurde vermutlich in Toledo gefertigt. Die Stadt war für ihre Stahlarbeiten berühmt. Ja, und? Wo? Die schartige Klinge deutet darauf hin, dass sie in etlichen Kämpfen zum Einsatz kam. Die Seite also. Also manchmal verstehe ich es hier nicht so wirklich, aber gut, okay. Hier war noch ein Toter mit einer Schatztruhe, aber die kriegen wir nicht auf, ne? Nö. Hätte das sein können. Ein bisschen umgucken, weil hier war meine Freundin nicht. Muss es doch bestimmt auch nochmal ein Erz geben. Aber scheinbar nicht. Müssen schon mal gar nicht. Schön wäre es natürlich. So, und wie komme ich hier wieder raus? Ah, da geht's hoch. Okay. Interessant. So, dann können wir das Schiff verlassen. Schiff ist ja schon kaputt, dann haben wir es noch kaputter. Jupp, haben alles. Kleiner Geheimversteck.
Hui. Okay, das war's dann wohl hier. So, hier dürft's ja wieder zurückgehen. Meine Anspannung ist immer noch da. So, bevor wir irgendetwas machen, speichern. Neue Fähigkeit verfügbar. Achso, ja, das haben wir dazu bekommen, genau. Können wir irgendetwas verbessern? Nö, ne? Hier könnte man was verbessern, hier gibt es ein Upgrade. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles komplett geupgradet, oder? Jupp, sieht ganz danach aus. Hier gibt es gar keinen Upgrade. Haben wir alles voll, okay. So, warte mal, ich will noch was ändern. Schleichangriffe können wir hier unten eigentlich nicht machen. Was haben wir hier? Rennen ist leiser, wodurch Lehrer schwieriger zu entdecken ist. Raubtier brauchen länger, um Lehrer zu entdecken. Gewährt zusätzliche Pflanzen, Mineral, Herstellungsressourcen aus jeder Quelle. Schwarzpulver und Bergungsgut. Gewährt zusätzliche Haut und Fette von Tieren. Na gut, nehmen wir mal das hier. So, laufen wir mal so rum. Sehr schön, dann geht's mal weiter. Schön, dass wir das jetzt nochmal alles speichern konnten. Das war gut. So, einmal hier lang. Ich kann so gut klettern, die Frau. Ich könnte das nicht. Jetzt raus. Ich würde eigentlich lieber gern raus hier. Oha, okay. Rutschparty und springen und einhaken. Oh. Macht auch einen Doppelsprung. Geht doch. Hier gibt es weiterhin erstmal nichts einzusammeln. Gehen in die Leere da hinten. Kamikaze! Woo! So, wieder Wasser. Wo sind wir? Waren wir hier schon? Irgendwo Erz zu sehen?
Löhne. Hier haben wir eine Luftblase. Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo ich gerade lang muss. In die Richtung müsste richtig sein, oder? Jupp, hier ist richtig. Genau hierhin mussten wir hin. Okay. Wir müssen immer noch da hoch. Ist auf jeden Fall tief. Es war nur ein Geräusch. Genau, es war nur ein Geräusch. Ganz einfaches Geräusch. Wo müssen wir hin? Oh. Ein verrücktes Spiel. Boah, das war aber knapp. Meine Fresse, nee. Wir kommen in den Höhlen von Moria. Irgendwie sage ich diesen Vergleich immer sehr oft. Aber vieles erinnert mich irgendwie immer an Herr der Ringe. Ich würde mal sagen, Trinity war auch schon hier. Oh, ich habe statt meinem Bogen meine Waffe an der Hand. Sind aber auch schon etwas länger tot, würde ich sagen, oder? Achso, gar kein Video. Erstmal fuck you und dann Video. Fuck you. Eine Kotflinte, Schrotflinte. Er scheint wohl schon ein bisschen länger da zu hängen. Er scheint zu stinken. Und wir haben jetzt 53% abgeschlossen. Jetzt können wir Code verschließen. Verschließen? Verschießen. So. Bischof 600. Der bringt dich ins Paradies. Standard-Pumpgun der Trinity-Truppe. So, haben wir hier noch irgendetwas? Laut Karte nicht. 15 von 20 Sachen gefunden. Rutscht man hier runter? Nee. Aber hier könnte man wohl wieder... dahin runterhüpfen oder sowas, ne? Wir haben ja immerhin da unten noch eine Tür, wo wir viel wenig Schrotflinte gebraucht haben. Das müssen die verschwundenen Trinity-Soldaten sein. Verschwundene? Neues Basislager. Ist sogar schon an. Hat sie was zu erzählen? Nein.
Kein Zugriff auf Schnellreise ist natürlich beschissen. Gleich zwei Paar Schrotflinten? Die hier hat mehr Schaden. Zetgewick, Zetschewick, wie auch immer. 7x7, Doppellaufschrotflinte. Wenn die nicht aufhalten kann, was auf dich zukommt, lauf. Okay. Standard-Pumpgun der Trinity-Truppen. Gut balanciert und in jeder Situation und Klima zuverlässig. Okay. Das ist halt die Frage, welche hat einen höheren Schaden? Hier könnten wir noch zweimal erhöhen, das heißt, der Schaden wird auf jeden Fall voll. Was haben wir hier? Schaden können wir auch zweimal erhöhen, da wird auf jeden Fall nicht voll. Und hat wohl immer nur zwei Schuss, oder was? Munitionskapazität kann man zwar höher machen, aber ich kann nicht sehen, dass da noch mehr Munition rein kann. Ich glaube, wir behalten die hier. Mehr Schaden ist mir wichtiger. So, Schaden voll. Wir machen mal Nachladetempo hoch. Oh, sehr viel höher geht das Nachladen nicht. Munitionskapazität. So, beides geht noch einmal. Was machen wir? Feuerrate oder Präzision? Ich würde sagen, die Präzision ist vielleicht ganz wichtig. Schade, mehr geht da nicht. Okay. So, was ist jetzt? 2 ist die Handfeuerwaffe, 3 das Maschinengewehr und 4 ist die Schrotflinte. Okay. So, wir haben gespeichert. Das heißt, wenn wir sterben, fangen wir direkt hier oben wieder an. Das ist also kein Problem, dass wir jetzt vielleicht mal versuchen, da nochmal runter zu hüpfen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass man so einfach runterhüpft, um da zurückzukommen. Dafür ist es hier wahrscheinlich da. Okay, nein. So, wie gesagt, wir haben ja zum Glück gespeichert in den Lager. Das macht, das heißt, wir können jetzt wunderbar ausprobieren, darüber zu kommen. Für irgendetwas muss das hier ja gut sein. Probieren wir es mal so. Aha. Sie dreht sich schon irgendwo hin, wo man hinschlüpfen kann. Oder auch nicht. So, na gut. Ich sage jetzt trotzdem mal schon mal Tschüss. Ich werde euch damit jetzt nicht langweilen mit mal versuchen, da zurückzukommen. Ja, das war Shadow of the Tomb Raider mit mir von Nür Gameplays als Hobby. Aus der Cenote. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir kommen hier nicht wirklich weg. Ich glaube, zurück geht's nicht mehr. Na gut, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, ihr dürft mir Daumen nach oben geben. Falls ihr neu bei mir seid, auch ein Abo noch dazu. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Und schau mal, wie es dann weiter vorangeht. Ich bin echt mal gespannt. Wir sehen uns dann. Bis morgen oder bis gleich, je nachdem, wann ihr das Video guckt und schon weitere Teile online sind. Wir sehen uns. Das war übrigens von der Gameplays als Hobby. Auf Wiedersehen. Tschüss.